das dein Schlittschuh, Hans Brinker, oder dein Segelboot? Segelboot! Wirklich gut, Peter! Was fällt dir ein, Peter Vollenhoffen? Es ist nicht unsere Schuld, dass wir uns keine besseren Schlittschuhe kaufen können. Ein Glück, dass du dir diese schönen Kleider leisten kannst, Gretel Brinker. Meinst du nicht auch, Jan? Aber ja, richtig fetzig. Schade, dass du dir überhaupt Kleider leisten kannst. Könntest du es nämlich nicht, müsstest du zu Hause bleiben und dann müssten wir sie nicht ansehen. Ihr Jungs könnt nur froh sein, dass ihr euch nicht selbst ansehen müsst. Komm schon, Gretel, das ist kein guter Weg. Sie sind es gar nicht wert, sich aufzuregen. Eines Tages werdet ihr, du Peter und auch du Jan, euch schämen für eure unfreundlichen Worte. Gretel, Gretel, wie eine kleine Wildkatze bist du manchmal. Komm, wir gehen lieber heim. Und ich wette, dass wir dort auch einen wärmeren Empfang kriegen, ha? Hans, Gretel! Hans, Gretel! Es ist Mutter! Du bist zu gutmütig, Hans. Du hättest mich ihn treten lassen sollen. Nein, Schwesterchen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Ich könnte nur dann Mitleid mit solchen Leuten wie ihnen haben, wenn ich sie getreten hätte. Ich habe sie aus den Resten gemacht, die gestern übrig geblieben sind. Es ist eine Fischkopfsuppe, meine Lieben. Es macht mir wirklich nicht viel aus, ein wenig arm zu sein. Aber so arm zu sein ist doch sehr beschwerlich. Und dabei hatten wir es doch mal so gut. Mutter, du weißt, dass es nicht länger so weitergehen kann. Wir müssen die silberne Uhr verkaufen. Oh nein, das können wir nicht, nein. Dein Vater bat mich, auf sie zu achten. Noch kurz vor seinem Unfall. Das ist jetzt 10 Jahre her. Ich möchte, dass du dies hier an einem sicheren Ort für mich aufbewahrst, Loki. Oh, was ist das für eine hübsche Uhr, Raff? Hast du sie für dich gekauft? Oh nein, nein, diese Uhr ist nicht für mich. Ich hebe sie nur auf für... Schnell, Raff Brinker! Die Flut steigt und die Deiche sind kurz davor zu brechen. Wir könnten alle ertrinken. Schnell, es geht um jede Sekunde. Das mit der Uhr erkläre ich dir später und ich bin so schnell ich kann wieder zurück. Und gib den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss von mir. Ja, gut. Oh, Raff, sei vorsichtig. Säcke, Männer! Schneller! Schneller! Traurige Erinnerung. Wenigstens wurde er nicht getötet. Oh, mein lieber Raff, es wäre so schön, wenn du mit mir reden würdest, mein Liebling. 10 Jahre und er hat nicht ein Wort gesprochen. Ach, selbst wenn wir uns einen Spezialisten leisten könnten, wüsste ich nicht, ob er ihm helfen kann. Weine nicht, Mutter. Es war einst alles ganz anders.
Aber ihr seid zu jung, um euch zu erinnern, ihr beiden. Wir bewahrten unsere Wertsachen in einem großen Einmachglas auf. Es waren 1000 Gulden darin. Euer Vater versteckte es immer hier im Kamin. Aber er muss es kurz vor dem Unfall herausgenommen und irgendwo anders hier versteckt haben. Aber wir haben es gesucht. Das haben wir doch, Hans. Wir haben überall nachgesehen. Ja, Schatz, ich weiß. Wir haben wirklich alles durchsucht. So viele Male. Weißt du, Mutter, Vater würde es sicher verstehen, wenn du die Uhr verkaufst. Raff sagte aber, die Uhr sei nicht für ihn. Er muss sie für irgendjemand aufbewahrt haben. Dein Vater würde eher sterben, als sein Wort brechen. Und wenn der Besitzer käme und danach fragen würde? LJB. Sie muss jemand anderem gehören. Aber Mutter, sicher wäre LJB längst vorbeigekommen und hätte danach gefragt. Wahrscheinlich hat er die Uhr schon völlig vergessen. Nein, Hans, wir verkaufen sie nicht. Und damit Schluss. Lieber arm sein, als das Vertrauen deines Vaters zu missbrauchen. Jedenfalls haben wir uns noch. Und unsere Gesundheit. Ich glaube, du hast doch recht mit der Uhr, Mutter. Ja, Hans, es ist wahrscheinlich das Beste, sie nicht zu verkaufen. Aber ich hätte so gerne ein paar neue Schlittschuhe. Sobald ich die Schule beendet habe, suche ich mir eine Arbeit. Dann kaufe ich Essen und Kleidung für uns alle. Und es wird uns nie wieder an etwas mangeln. Gute Mutter, sie ist so tapfer und arbeitet so hart. Und armer Vater. Stell dir vor, wenn er wieder gesund wäre, dann könnte er uns sagen, wo er das Geld versteckt hat, Hans. Sieh nur, Hans! Sieh doch da auf unserem Haus, da! Ja! Ein Storch! Ein Storch ist auf unserem Dach, Hans. Weißt du, was das heißt? Es heißt, dass ein Storch auf unserem Dach ist, oder nicht? Nein, nein, Quatsch! Es bedeutet Glück, das weiß doch jeder. Ich bin fast 13 und habe noch nie einen auf unserem Dach gesehen. Weißt du, ich glaube nicht mehr an Märchen, Gretel. Es ist nur ein alter Storch, sonst nichts. Nein, Hans, sieh doch! Ah, schau, was da geschieht! Es ist wunderschön. Oh, Hans, ich weiß, dass sich jetzt alles für uns zum Besseren wendet. Lumpensammler, Lumpensammler, betteln und verstehen. Ja! Es gibt noch viel mehr davon! Hey, du solltest deine Schwester lieber an die Kette legen, Hans Brinker! Bevor sie hier noch einen beißt! Verschwinde bloß von hier, Vollenhoffen! Du hast nur das gekriegt, was du verdienst! Vielleicht hast du recht, Gretel. Es wird immer schwerer, Geduld für solche Leute wie die aufzubringen. Ach, hätte ich doch nur ein paar richtige Schlittschuhe! Ich würde sie jagen. Richtige Schlittschuhe? Ach ja, ich wünschte, das Glück würde uns mal lachen. Hans, schau doch mal. Der Storch ist weg. Vielleicht hast du dir nur was eingebildet. Nein, Hans, ich habe ihn da gesehen. Es war wie ein Zauber. Ach, komm schon, Gretel. Lass uns was Nützliches tun und zur Schule gehen. Guten Morgen, Mädchen und Jungen. Guten Morgen, Frau van der Hoogsee. Ich habe euch eine äußerst wichtige Ankündigung zu machen. Wie ihr ja alle wisst, wird das große Kanalschlittschuhrennen in genau 2 Wochen ab heute stattfinden. Der Bürgermeister spendete freundlicherweise ein nagelneues Paar wunderschöne silberne Schlittschuhe als Preis für den diesjährigen Sieger. Ich möchte, dass ihr alle teilnehmt. Es wäre wunderbar für die Schule, wenn einer von euch gewinnen würde. Und nun vergesst nicht, eure Anmeldeformulare auszufüllen und sie in den Kasten zu stecken, der vor dem Bürgerhaus steht. Schau,
schade, dass es keine Segelregatta ist, Brinker. Du und deine Schwester, ihr könntet um die Wette segeln in euren Booten. Sei ruhig, du. Sieh mal, Gretel. Ja, Hans? Das ist Frau Dubrique, die reiche Dame aus Amsterdam. Sie besitzt hier ein Ferienhaus. Ich hörte, sie soll etwas sonderbar sein und sehr verschroben. Fritzi, komm sofort hierher zurück. Du bewegst dich auf sehr dünnem Eis. Fritzi! Fritzi! Hilfe! Oh, jemand muss doch helfen! Bitte! Nicht bewegen! Nein! Oh nein! Oh, mein kleiner Fritzi! Oh nein! Oh, Fritzi! Ja, da ist er. Ich habe ihn. Fritzi. Oh, mein lieber Junge. Oh, Fritzi. Nein, du ungezogener Junge. Oh, Fritzi. Danke euch dafür, dass ihr Fritzi gerettet habt. Ihr wart beide so tapfer, ja. Ich fürchte, dass ich euch nie genug dafür danken kann. Oh, wenn das Eis gebrochen wäre, oh, wir hätten alle ertrinken können. Wir waren nicht in so großer Gefahr, gnädige Frau, wissen Sie? Fritzi! Wie mir aufgefallen ist, besitzt ihr nur Holzschlittschuhe. Wir sind arm und können uns keine besseren kaufen. Aber dennoch habt ihr meinem lieben Fritzi geholfen. Und jetzt weiß ich auch genau, wie ich euch beide für diese Tat belohnen werde. Ja, das ist wirklich nicht nötig. Jeder andere hätte das auch getan. Niemals. Nein, ich bestehe darauf, euch zu belohnen. Jeder von euch beiden soll ein paar richtige Schlittschuhe haben und dabei bleibt's. Ich habe noch zwei Paar neben dem Eingang hängen, die gehören euch. Nehmt sie euch bitte selbst. Sie sind zwar alt, aber sie sind besser als diese Dinger da. Oh, Hans, jetzt können wir doch das Rennen laufen. Oh, danke vielmals, Frau Dubrique. Also, danke sehr, Frau Dubrique. Ich sagte dir ja, der Storch würde uns Glück bringen, Hans. Und wenn da noch etwas ist, was ich für euch beide tun kann, bitte lasst es mich wissen. Egal was. Habt ihr gehört? Ja, da gibt es noch etwas. Lieber nicht, Hans. Oh nein, rede weiter, ich bestehe darauf. Unser Vater hatte einen Unfall und er hat keine Erinnerung mehr und kann nicht mehr sprechen. Und das jetzt schon seit 10 Jahren. Vielleicht kennen Sie ja einen Spezialisten in Amsterdam, der ihm helfen könnte. Oh, nun ja. Wenn ich's mir recht überlege, glaube ich, dass ich den richtigen Mann kenne. Ich werde mich für euch erkundigen. Wirklich? Vielen Dank auch, Frau Dubrique. Ich gebe euch mein Wort, Kinder. Ich werde alles versuchen. Ich mache uns die Schlittschuhe wieder so gut wie neu, bevor du sagen kannst, Fritzi, Fritzi Dubrique. Erinnere dich, mein Lieber. Was ist das? Erkennst du wenigstens das hier, Raff? Oh, ich gäbe alles Silber der Welt her, wenn du nur meinen Namen sagen könntest, Raff. Hm.
Beuge dich mehr nach vorne, Gretel. So etwa. Und dann führe deine Arme näher am Körper vorbei, so wie ich. Gut, wirklich gut. Du bist ein echtes Naturtalent, Gretel, ja. Wenn du nicht aufpasst, werde ich dich noch im Rennen schlagen, lieber Bruder. Und wenn du nicht gut aufpasst, könnte ich dich gewinnen lassen. Ich fliege richtig, Hans. Ich fühle mich so frei. Diese Schlittschuhe sind wie Flügel an meinen Füßen. Haben wir nicht Glück, Hans? Und Frau Duprik schickt uns einen Spezialisten. Ich wusste, dass der Steuer... Na los, Gretel! Ein Wettrennen nach Hause! Aber ich bitte Sie, Dr. Böckmann, machen Sie eine Ausnahme bei Herrn Brinker. Nein, völlig unmöglich. Das ist ganz gegen meine Regeln. Weshalb sollte ich bei diesem Brinker seine Ausnahme machen? Ganz einfach, weil Sie der beste Chirurg in Holland sind. Und weil ich Ihnen das Doppelte des üblichen Satzes bezahle, wenn Sie ihn besuchen, Doktor. Ah? Nun ja, gleich morgen früh werde ich ihn mir ansehen, liebe Frau Duprik. Na, dann wollen wir mal. Wir sind ja so dankbar, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Böckmann. Hallo, Herr Brinker. Hallo, Herr Brinker. Ja, ich werde operieren müssen. Nichts anderes hilft. Da drückt etwas auf sein Gehirn. Oh, operieren, Doktor? Ist das gefährlich? Nun, es ist nicht ungefährlich. Er könnte sterben oder er wird leben. So oder so, ich kann's nicht sagen. Nein, Sie können ihn nicht sterben lassen. Ich würde gerne vorher mit meinen Kindern darüber reden, Doktor. Ich denke, Sie werden das verstehen. Sie können wählen. Wenn Sie es wollen, bleibt er so, wie er ist, Frau Brinker. Junger Mann, du erinnerst mich an meinen Sohn, Laurenz. Dieselben Augen. Er war ein wenig älter als du. Er ging fort, leider. Da war ein Storch auf Ihrem Dach, als ich hier ankam. Verscheuchen Sie ihn. Störche verschmutzen die Ziegel. Ich erwarte Ihre Entscheidung, aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Ich befürchte, dass sich der Druck im Kopf noch vergrößert. Wir können Vater nicht so lassen, wie er ist. Wenn die Möglichkeit besteht, dass Dr. Böckmann ihn heilen kann... Aber was ist, wenn er stirbt? Ich bin sicher, dass Vater lieber tot wäre, als in diesem Zustand weiterzuleben. Wir haben kein Geld für diese Operation. Frau Duprik könnte sie ja bezahlen. Euer Vater wäre mit Almosen niemals einverstanden. Wir müssen die Operation selber bezahlen. Irgendwie. Ganz gleich, wie arm wir auch sind. Wir verkaufen unsere Schlittschuhe. Nein! Wir könnten doch die silberne Uhr verkaufen, Mutter. Oh, Hans und Gretel, ihr seid ja wirklich so gute Kinder. Aber die Uhr, ich weiß nicht. Aber wenn sie Vaters Leben rettet, dann hätte der Besitzer sicher nichts gegen den Verkauf. Es ist sehr schwer zu entscheiden, was zu tun ist. Man hat ja fast keine Wahl, wenn man so arm ist. Ja, Kinder, wir lassen ihn operieren. Auf jeden Fall. Egal, was es kostet und wie gefährlich es ist. Musik.
nicht gerade ideale Bedingungen für eine Operation. Geht jetzt alle raus hier. So eine Operation ist nie ein schöner Anblick. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Es wird schon gut gehen. Ich fürchte, das könnte jetzt etwas wehtun, Herr Brinker. Mein Name ist Raff Brinker. Können Sie mich hören? Wir haben das Jahr 1845. Es ist Winter und Schnee bedeckt die Erde. Dies ist Ihr Haus. Sie liegen in diesem Bett seit 10 Jahren. Können Sie mich hören, Herr Brinker? Können Sie mich hören? Es ist nicht nötig zu schreien. Ich kann sie hören. Wie war der Name? Raff Brinker. Brinker? Ja. Ich weiß es wieder. Ja. Und das ist Ihre Familie, Raff Brinker. Ihre Frau Loki? Ihre Tochter Gretel und Ihr braver Sohn Hans. Loki und meine Tochter, mein Sohn. Aber ihr wart doch noch Babys. Erst Babys. Er ist außer Gefahr, aber es wird eine Zeit lang dauern, bis er sich ganz erholt hat. Und sorgen Sie dafür, dass er sich über nichts aufregt. Nehmen Sie das ernst. Er muss still und ruhig liegen bleiben. Oh, Raff, mein Liebling. Oh, Vater! Oh, Vater! Vater! Vater, was würde ich nicht dafür geben, dieses Wort wieder von meinem Sohn zu hören? Geht es deinem Vater? Ich hoffe, er ist ohne Beschwerden. Ich wollte bald zu euch kommen und ihn mir ansehen. Oh, und ich habe einen Kollegen, den ich gerne mitbringen würde. Vater ist noch sehr schwach, aber er schont sich. Und langsam kommt seine Erinnerung wieder zurück. Dank Ihnen. Aber deswegen bin ich nicht hier, Herr Doktor. Weswegen dann? Um für die Operation zu bezahlen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Aber Frau Dupriek? Bitte nehmen Sie das Geld, Herr Doktor. Sag mir, junger Mann, woher hast du dieses Geld überhaupt? Meine Schlittschuhe. Ich habe sie verkauft. Und meine Schwester will ihre morgen verkaufen. Dann verkaufen wir noch die Uhr. Also, die Brinkers nehmen von keinem etwas ohne Gegenleistung an, oder? Und sag mir, weißt du eigentlich, wie hoch meine Rechnung ist? Als ich sah, welche Freude die Familie Brinker empfand, darüber, dass dein Vater wieder erwachte, fühlte ich mich tief beschämt. Ich wurde daran gemahnt, welches Geschenk es ist, ein Arzt zu sein und die Fähigkeit zu haben, Menschen heilen zu können. Herr Doktor, die Brinkers wollen nicht... Und? Ich war neidisch auf deinen Vater. Neidisch?
Als er erwachte, stand neben seinem Bett sein geliebter Sohn, du. Wenn ich jeden Morgen aus dem Schlaf erwache, ist mein Sohn, Laurenz, leider niemals da. Seit genau 10 langen Jahren ist er nicht mehr da. Ich glaube, er ist tot, wie meine arme Frau. Ich bin allein. Ich habe deinen Vater erweckt. Du hast mein totes Herz erweckt. Du schuldest mir nichts. Ich stehe in der Schuld der Brinkers. Meine Rechnung beträgt nichts. Wenigstens hattet ihr während meiner Krankheit das gesparte Geld, sodass ihr essen und euch kleiden konntet, meine liebe Loki. Oh, wir kamen zurecht, Raff. Ich hatte das Glas woanders versteckt. Das wusstest du, ja? Oh ja, ich wusste es. Warum? Oh, ich dachte, es wäre besser, wenn ich es im Garten verstecken würde, in der Nähe des Baumes. Und zwar auf der Südseite, nicht wahr? Es ist ja schon so lange her. Die Südseite, genau am Fuß des Baumes. Ja, du hast recht, Raff. Nein, Mutter. Es ist nicht hier. Oh, es muss aber da sein, oder? Diebe haben das Geld gefunden. Psst, du wächst ihn noch auf. Ich will nicht, dass er es erfährt. Oh, wenn ich doch nur wüsste, wo es sein könnte. Wie anders würde unser Leben dann verlaufen. Jedenfalls haben wir noch das Geld von meinen Schlittschuhen, Mutter. Oh, du bist so liebevoll, Hans. Du bist der liebevollste Sohn, den eine Mutter sich jemals wünschen könnte. Und der beste Bruder auf der ganzen Welt. Ja, ich wette, dass wir es noch finden, Hans Brinker. Früher oder später. Vögel einmal wiedersehen. Loki muss den alten Baum gefällt haben und sie hat einen neuen gepflanzt. Loki, da steht ein neuer Baum im Garten. Ja, Raff, der alte Baum ist eingegangen und da haben wir ihn eben gefällt. Und wir pflanzten einen neuen ein. Vor 5 Jahren. Oh, was ist denn mit euch? Ihr lächelt mich alle so an. Ihr seht so erstaunt aus. Ich bin nur so froh, weil ich sehe, dass du wieder auf den Beinen bist, Raff. Ich fühle mich auch schon viel besser. Nur über meinem Gedächtnis liegt noch so etwas wie ein Schleier. Hast du auf die Uhr aufgepasst? Ja, ganz so, wie du es wolltest. Wem gehört die Uhr eigentlich? An dem Tag, bevor ich verunglückt bin, da traf ich einen jungen Mann. Und er war in schrecklichen Schwierigkeiten, wenn ich mich recht erinnere. Und er bat mich, sie für ihn aufzubewahren. Die Buchstaben, Vater, LJB, sagen sie dir vielleicht irgendetwas? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin auf einmal wieder so müde. Entschuldigt. Ich helfe dir zurück ins Bett, lieber Raff.
Schlaf jetzt ganz ruhig. Wie konnte ich das nur vergessen? Dieser Baum stand vor 10 Jahren ja noch gar nicht hier. Das Glas muss an dem alten Baum hier sein, den wir damals gefällt haben. Ich hab's gefunden, Mutter. Ich hab's gefunden. Oh, prima. Es ist wirklich alles noch da. Oh, wie wundervoll. Wir sind keine armen Leute mehr. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich wusste es. Ich wusste es. Der Storch auf dem Dach, Hans. Natürlich haben wir in England von Ihrer Arbeit gehört, Dr. Böckmann. Sogar in Birmingham, wo ich herkomme. Sie sind sehr bekannt. Ich fühle mich geschmeichelt, Dr. Smithers. Und ich fühle mich noch mehr geschmeichelt, dass Sie sogar von Birmingham hierher gekommen sind, um mich zu sehen. Und ebenso dadurch, dass Sie Holländisch sprechen. Ja, ja. Nun, wie Sie sehen, hat sich Herr Brinker inzwischen sehr gut erholt, Dr. Smithers. Bemerkenswert, Dr. Böckmann. Und Ihre Erinnerung ist wieder ganz zurückgekehrt, oder? Ja, fast, aber es gibt noch ein paar Dinge, an die ich mich nicht erinnern kann, wie die Uhr. Die Uhr? Sagen Sie? Erzählen Sie uns, was Ihnen sonst noch dazu einfällt, Herr Brinker. Das könnte vielleicht ein Beweis für den Erfolg der Behandlung werden, nämlich zu hören, an welche Einzelheiten er sich erinnert. Fahren Sie bitte fort. Es war der Tag, bevor der große Sturm losbrach. Ich war draußen auf den Kanälen und ging meiner Arbeit nach, als ich eine Stimme hörte. Ja, ja, eine Stimme vom Ufer. Mein Herr, helfen Sie mir bitte. Ich bin in schrecklichen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Ich bin unschuldig, mein Herr. Es war ein Versehen, ich schwöre es. Ich glaube, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Er stammte aus gutem Hause und war von edlem Charakter. Das konnte jeder sehen. Und er war gekleidet wie ein Prinz. Wäre er mein Sohn gewesen, hätte ich mich gefreut, wenn ihm jemand geholfen hätte. Bitte, mein Herr. Es ist so, dass ich weg muss aus Amsterdam. Ich will nach England. Bitte, fahren Sie mich nur den Fluss runter. Dann komme ich allein weiter. In Ordnung, mein Junge. Komm an Bord. Ich bin keiner, der Übeltätern zur Flucht verhilft. Aber ich wusste einfach, dass der Junge mir die Wahrheit gesagt hatte, nach bestem Gewissen. Danke, mein Herr. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Sie haben mein Leben gerettet. Bitte. Nehmen Sie das. Nein, ich nehme keine Bezahlung von dir an. Bitte, geben Sie die Uhr meinen Eltern, doch erst in einer Woche. Und sagen Sie ihnen, ich liebe sie. Wie heißen Sie denn? Sie sind aus Amsterdam. Ihre Namen sind... Ach, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen dieser Familie. Tut mir leid. Fällt Ihnen noch irgendetwas dazu ein? Ja,
Ja, er sagte noch, sein Vater könne ihm schreiben nach Jackix in irgendwo in England. Er sagte, falls sein Vater ihm schreiben würde, käme er heim. Ach, es ist alles wieder so verschleiert. Verzeihen Sie mir, Doktor. Jackix? Wo habe ich diesen Namen nur schon mal gehört? Herr Brinker, haben Sie diese Uhr noch? Ja, Herr Doktor. Auf der Rückseite sind Buchstaben. LJB. LJB? Das kann nicht sein. Laurenz? Jan Böckmann. Mein Sohn ist am Leben. Und das ist seine Uhr. Dies ist der unglaublichste Tag in meinem Leben. Laurenz war mein Assistent. Er mischte eine falsche Medizin zusammen. Sie hätte den Patienten töten können, aber ich entdeckte den Fehler rechtzeitig. Der Patient überlebte, aber Laurenz wusste es nicht. Und deshalb lief er weg. Vor so vielen Jahren. Bis heute glaubt er sicher noch, der Patient sei damals gestorben. Oh, wie furchtbar. Ich helfe Ihnen suchen, Dr. Böckmann. Ich gehe überall hin und tue alles, um Ihnen zu helfen. Wir finden Ihren Sohn, ganz bestimmt. Oh, ich danke dir, Hans. Du bist ein sehr freundlicher, hilfsbereiter junger Mann. Und denk dran, nicht zu schnell am Start, sondern teil dir deine Kräfte ein, Gretel. Ja, Hans. Und dann lauf dein Tempo und beschleunige kurz vor dem Ziel. Ja, Hans. Alle Teilnehmer auf die Plätze. Oh, ich wünschte, du würdest auch mitlaufen, Hans. Ich auch, aber ich habe mich abgemeldet, als ich die Schlittschuhe verkaufte. Vielleicht nächstes Jahr. Viel Glück, Gretel. Gewinne für die Brinkers. Mutter und Vater warten an der Ziellinie. Fertig! Los! Ja! Flügel an deinen Füßen, Gretel! Hans! Ich konnte dich unter den Leuten nicht finden, Hans. Schnell, zieh sie an. Du hast vielleicht noch eine Chance. Aber ich bin nicht mehr gemeldet. Ich habe mit den Veranstaltern gesprochen. Du bist wieder im Rennen. Nicht so schnell am Start. Teil dir deine Kräfte ein. Los, mein Junge, los! Ja, jetzt los! Thank you.
auf dein Tempo und beschleunige kurz vor dem Ziel. Kanalrennen zu überreichen. Ein paar silberne Schlittschuhe. Herzlichen Glückwunsch, Gretel. Das war schon was zu sehen, wie meine kleine Gretel über die Ziellinie geflogen ist. Und unser Hans als Zweiter direkt hinter ihr. Ein paar Meter mehr und ich hätte sie noch überholt. Niemals! Schönen guten Abend allerseits. Gretel. Ich vergaß dir, das für deine Schlittschuhe zu geben. Die Schule ist sehr stolz auf dich. Danke sehr, Frau van der Hofel-Hofel. Zum Aufbewahren der Schlittschuhe. Oh. Oh, sie ist wunderschön. Und wie lautet die Inschrift? Für den Schnellsten. Der Name, den du nanntest, Jack Hicks. Er sagte, sein Vater könne ihm schreiben nach Jack Hicks in irgendwo in England. Es ist alles wieder so verschleiert. Oder war es Jack Hicks? Jack Hicks, das ist der Name. Ich erinnere mich genau daran. Und das steht hier auch. Jack Hicks, Birmingham, England. Die haben meine silbernen Schlittschuhe gemacht. Jack Hicks aus Birmingham. Der Silberschmied. Da gibt es eine große Silberschmiede direkt bei mir um die Ecke. Sie wird jetzt von einem jungen Mann geleitet, einem Holländer. Ich sah ihn erst letzte Woche. Sein Name ist... Lawrence. Lawrence! Das kann doch nur mein Sohn sein. Lawrence! Ich habe ihn gefunden. Ich habe meinen Sohn gefunden. Oh, dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Und das verdanke ich nur euch beiden, Hans und Gretel. Ja, ihr beide habt mich zum glücklichsten Mann in ganz Holland gemacht. Nein, zum glücklichsten Mann auf der ganzen weiten Welt.